Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2 The Conquerors. Genau, wir sind in Gallien, genau, und haben schon mal ein bisschen Burgund angepöbelt hier unten. Vor allem die Holzproduktion ein bisschen angepöbelt und unsere Ritter sind auch da reingeritten und sind so ein bisschen draufgegangen, war auch schön. Außerdem kommt da immer wieder mal Metz vorbei und geht uns auf den Sack. Orléans ist bis jetzt relativ friedlich, muss ich sagen, aber eben bis jetzt. Ne? Das heißt nichts, es kann sich ändern. Aber wir sollten Truppen aufbauen und ja, Truppen aufbauen und angreifen, zerstören, vernichten, alles wegmachen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir... Eigentlich wäre es noch sinnvoll... Oh ja, genau. Ja, kommt. Lass den durchreiten. Ja, genau, da wird noch ein bisschen rumgeheilt. Eigentlich wäre es eventuell noch sinnvoll, so ein bisschen was in der Stadt zurückzulassen. Falls jetzt Metz groß kommt oder Orléans. Und vor allem mit unserer bewährten Taktik in den Angriff gehen. Also da ein paar ganz tolle Tarkane, die Gebäude abräumen und die beritten Bogenschützen, die so ein bisschen mitschießen und alles, was sonst so im Weg steht, wegmachen. Genau, Tarkane, Tarkane, Tarkane. Oh, halt. So, ich würde sagen, da hinten noch schnell zumachen. Ja, ich würde sagen, da hinten schnell zu machen und als nächstes dann da vorne noch was. Aber wir haben ja noch Steine. Sollten noch länger Steine haben können. Oh, jetzt haben sie ihn doch noch erwischt, ne? Na gut, selber schuld. Kann man ihm auch nicht mehr helfen. Also, wir haben... Ja, noch ein paar hätte ich gern. Bevor wir da mit drei Leuten reinrennen, das bringt nichts. Aber ich kann es ja so sehen. Genau. Genau, 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 genau. Und da wird wunderbar noch eine Burg hingeklatscht. Ist doch auch schön. Dann sind wir eigentlich so durchgedeckt. Bitte verschont uns, oh Himmel. Für 500 Goldeinheiten und eine Burg in unserer Stadt zu unserer Verteidigung schließen wir uns euch an. Ach, Timo. Das ist eigentlich ein interessantes Angebot von Burgund. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Angebot. Ich überleg's mir. Burgund würde sich ihnen anschließen, wenn sie es davon überzeugen können, dass sie vertrauenswürdig sind. Zuvor wähle es ein Tribut über 500 Goldeinheiten. Und er meinte was von einer Burg in ihrer Stadt. Mhm. Ja gut, können wir machen. Können wir eigentlich gut machen, dann haben wir einen Ver... Oh. Ja, yep, gut, dass wir... Sehr gut, dass wir da noch Truppen zurückgelassen haben. Sonst müssten wir jetzt halbtot aus Burgund rüberrennen. Ich weiß nicht, wie gut das gehalten hätte. Na gut, kommt mal her. Mal gucken, wie wir das jetzt reißen sollen. Oh, Fisch. Ah, das ist schon ein größerer Angriff, ne? Kann man sich... So kann man sich schon zeigen. Na, er muss jetzt auch euch irgendwie hier dazwischen stellen. Ihr könnt schon mal draufbelzen. Genau, perfekt. Das finde ich eigentlich ganz gut, was wir da machen.
weil die KI jetzt gerade ein bisschen zerfetzt wird. Da. Hinterher. Da reitet noch irgendein Pisser zu uns. Wir haben 500 Gold. Ich glaube. Wartet kurz. Nee, wo war das? Ah, jedes Mal. Das müsste das hier sein. Genau, also an Burgund. Geht nicht, ne? Okay, abbrechen. Kostet zu viel. Och. Genau, alle herhin. Wo ist der Priester? Wo ist denn unser Priester? Der kann mal ein bisschen mitheilen. Wunderbar, die Burg ist ja auch fertig. In dem Fall, Fräulein, rennst du mal rüber. Wir holen uns einen Verbündeten. Ah, schon wieder falsch. Wir wissen eure Zeichen des guten Willens zu schätzen. Wenn ihr eine Burg in unserer Stadt errichtet, können wir euch trauen. Ihr habt 10 Minuten. 10 Minuten? Ja, alles klar. Ja, das sollten wir ja hinkriegen. So, jetzt wo... Ah, da ist das Fräulein. Nein. Wartet. Das muss ich wieder... Wo ist Fräulein? Fräulein, wo bist du? Nein, Fräulein. Ah, perfekt. So, in dem Fall... Er wird vor allem von da angegriffen, nehme ich jetzt mal an. Dann können wir ihm auch da eine Burg hinklatschen. Los, dann decken wir unseren Verbündeten. Er hat einen Marktplatz, das finde ich gigantisch geil. Einfach unendlich gigantisch geil. Na gut, stimmt, wenn wir ihn dann decken, dann ist das viel besser so. Das ist eigentlich sogar richtig, richtig gut, was da passiert ist. Genau, da ist alles noch gefroren, da können wir eigentlich drüber. Er hat auch schon einiges von der Karte entdeckt, das finde ich auch ganz toll. Ja, Burgund würde sich ihnen anschließen, wenn sie binnen 10 Minuten innerhalb ihres beflaggten Gebietes eine Burg errichten. Ist es innerhalb... Ja, es ist innerhalb des beflaggten Gebietes, wunderbar. Dann würde ich aber auch noch sagen... Handel. Genau. Holt mir mal... Ah. Da können wir ja mehr haben. Können wir viel mehr haben. Sehr schön. Truppenmäßig haben wir eigentlich ordentlich was dabei. Ich kann noch ein paar Updates holen, wenn wir schon dabei sind. Gibt es überhaupt irgendwas? Warte mal. Ja, Arbeitslose gibt es. Das ist auch schön. Ne, falsch. Holzfällerlager hier. Oh, da hinten hat es noch Platz. Cool. Aber Holzfällerlager hat auch keine Updates. Ah doch. Oh, sexy. Dann. Chevalier. Ja, demnächst haben wir auch das Gold dafür. Oder schwere Britenbogenschützen. Ja, sowas fände ich zum Beispiel ganz toll. Chemie. Chemie ist grundsätzlich auch nicht verkehrt. Also es gibt einiges noch Tolles, was wir uns holen können. Da wird ja grundsätzlich gebaut. Von dem her würde ich sagen, wir können sogar uns mal nach vorne bewegen. Und schon mal Metz auf den Sack gehen, weil sie uns ja auch ständig immer wieder angreifen. Von dem her finde ich jetzt eigentlich den Ansatz gar nicht mal so schlecht. Ja, du bist auch... kein Bock, ne? Oder was? Will nicht arbeiten? Alles klar. Wozu auch, ne? Na, dadurch decken wir eigentlich auch den Eingang schon fast. Das ist ganz gut. Ja, bis sie sich da durchgeprügelt... Also, bis sich ein Gegner da durchgeprügelt hat, ist auch... Das sehen wir, das können wir... Können wir eingreifen. Von dem her... Ich würde sagen... Ab nach vorne. Gibt es noch Updates?
Bitte. Es hat immer Updates, ich weiß, aber... Genau. 500. Huh. 300, aber die sind nicht an der Front beteiligt zurzeit. Einfach als Verteidigungsleute 500, okay. Schneller. Und Atheismus bringt uns genau gar nichts, oder? Ja, Atheismus bringt uns genau gar nichts. Wehrpflicht entwickeln. Ich hoffe, dies ist kein Fehler. Bis auf Weiteres reiten wir mit den Unen. Das kann man effektiv holen, ja doch. Da bin ich der gleichen Meinung. Ansonsten 2×500 und dann wären wir schon topfit. Da gäbe es noch ein paar Updates, aber zuerst mal wird da Zeugs gebaut. Gut, ich würde sagen, ab in den Angriff. Ab in den Angriff. Den Marktplatz können wir noch stehen lassen. Der ist okay soweit. Och, wie? Was? Wie? Nein. Gibt's einen Eingang? Oder ist es auch ein Tor? Finde ich auch. Finde ich absolut auch. Und ihr könnt das Zeug wegschießen. Wir können mal die Burg abreißen. Naja, Infanterie gegen B. Ah, und ihre Burg hat keine... Oh, bitter. So wie es aussieht, hat ihre Burg auch keine... Oder schießt sie doch? Sie schießt, ne? Nein, sie schießt nicht. Ich habe das Gefühl, die Burg schießt gar nicht. Kann das sein? Ja, grundsätzlich möglich, ne? Oh, wartet mal kurz. Nachschub? Yep, absolut. Finde ich auch. Hierhin mal so drei Jungs. Und das hier. Können wir das? Aha, ja, können wir nicht. Alles klar, wartet mal in dem Fall. Andere Burg schnell hierhin Zeugs schicken. Ja, mehr als 4 wird das nicht werden. Aha, cool. Ja, mit den Bogenschützen sind jetzt auch gerade am drauf gehen. Ah, Fisch. So, genau. Deckt unsere Tarkane, weil die können eigentlich. Ohne Schaden zu nehmen, die Burg zerfetzen. Sehr schön, sehr schön. Ihr zieht euch jetzt mal ein bisschen zurück. Wunderbar. Gigantisch. Genau. Ah, jetzt schon. Ja, wunderbar. Ja, geil. Super. Super. Nein, ihr eben nicht. Ihr macht das eben nicht. Und du greifst an. Und dann hätte ich auch noch gern berittene Bogenschützen. Ein paar fehlen uns noch. Einige eigentlich fehlen uns noch. Genau. Einige fehlen uns noch. Aber hey, cool. Metz hat schon mal keine Burg mehr. Somit auch keine Axtwerfer. Das ist ja eigentlich das Unangenehme an ihnen. Also das ist noch relativ stark gegen unsere Leute. Ne, den Marktplatz lassen wir vorerst mal stehen. Holen uns gerade direkt das Dorfzentrum. Genau, du auch gerade, Ratsbums. Irgendwie euch so platzieren, dass... Das und so, gell? Nö, das da. Dorfzentrum zerstören. Dann sind die eigentlich auch ziemlich... Oh, muss... Achso, ja. Ja, wir haben... Genau, wir müssen Burgund nicht zerstören.
Okay, Burgund geht da auch in den Angriff. Einfach in einen blöden Angriff, aber ist ja egal. Ja, das geht aber jetzt eigentlich recht gut. Wir brauchen nicht mal unbedingt jetzt da groß die Massen, die wir nutzen sollten. Wie es hieß. Genau, könnt ihr da bitte mal schnell so Zeugs zerstören. Perfekt. Bauer weg. Das ist schön. Den da bitte. Genau. Ja, okay, dann lasst es. Ja, er könnte auch sowas zerstören, alles klar. Perfekt. Ja, ich würde sagen, läuft super. Ich glaube, Metz hält nicht lange. Wundervoll. Metz hält sowas von nicht lange. Die haben wir eigentlich schon gebrochen. Schon fast schade. Ah, genau. Noch schnell das hier platt machen. Jetzt da hinten noch. Ja, ich würde sagen, eigentlich der Stall. Der ist noch am relevantesten. Der kommt bitte auch noch schnell her. Ja, perfekt. Metz haben wir soweit eigentlich auch erledigt. Geil. Geile Sache. Dann. Ja, wenn sie draußen sind, kann man sie auch soweit aufhören zu wasten. Haben wir jetzt noch irgendwelche Updates, die anstehen? Ja, hätten wir. Aber wir haben nicht genug Gold dafür. Das ist schön. Habe ich es mir doch gedacht, dass wir Arbeitslose haben. Wo gab es jetzt noch einen großen Goldklumpen? Ja, genau, da vorne hat es noch was. Wunderbar. Seid ihr auch alle arbeitslos? Ist ja schön. Ist da noch irgendwo Steine? Steine, 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 Steine. Ja, in Orléans ist jetzt nicht unbedingt geil. Da hinten hat es auch nichts. Ja, wisst ihr was? Ihr holt mir jetzt noch schnell das Gold. Dann ist das auch erledigt. Ansonsten. Genau, schwere Briten wären noch toll. Wir haben ja Elite-Tarkans schon. Und dann noch ein paar Updates hier. Aber grundsätzlich sind wir schon sehr gut unterwegs. Und wir sparen jetzt noch ein bisschen an Gold einfach für die Updates. Dafür geht es weiter mit dem Angriff, gerade schon auf Orléans. Eigentlich haben die Hunnen bei der Schlacht von Orléans oder neben Orléans verloren, soweit ich weiß, aber ist ja egal. Auf das kommt es jetzt nicht drauf an. Priester, ernsthaft? Sagen nicht wirklich, ne? Ah, mein Hammer verloren. Britenbogenschützen, alles klar. Zwei. Nein, zwei, nicht F2. Verflucht nochmal. Genau, ich würde sagen, kaputt damit. Ich würde sagen, sowas von kaputt damit. Aber, liebe Freunde, da kommt aber einiges auch raus, okay. Das wird doch spannend. Auf jeden Fall, wir haben eigentlich einen Verbündeten gewonnen, der relativ wenig macht, aber immerhin. Wir mussten uns nicht mit dem beschäftigen. Und wir haben Metz zerstört. Es bleibt nur noch Orléans und theoretisch gibt es dann noch römischen Truppen unter Aetius, die irgendwann mal uns angreifen könnten. Jederzeit, hieß es. Und ja, liebe Freunde, ich würde sagen, eigentlich ganz erfolgreiche Folge. Und danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss, ciao.